Und willkommen zurück im Dschungel. Da bist du wieder betrunken? Warst du früher nicht immer lustiger? Ich weiß es genau. Nichts. Du weißt gar nichts. Richtig. Weil ich betrunken bin. Gestohlene Güter. Den Schmugglern helfen, illegale Waren zu plündern. Illegale Waren, ja. Ich kann nicht mehr reden. Aveline, es ist vollbracht. Das Schiff steckt im Schlamm fest. Jetzt bekommt ihr eure Beute. Und ich mache Vasquez einen Kopf kürzer. Und dann wird gefeiert. Aveline, ich sammle meine Männer. Wir treffen uns am Schiff. Und das Plündern kann beginnen. Edis und Roussillon am Treffpunkt treffen. Nachher muss ich vorlesen, Fischers Fritze frischt frische Fische oder so ähnlich. Mach doch noch so mehr Zungenbrecher rein, wie wär's? Oh, da möchte ich schon fast wetten, dass wir mit dem Kanu dort nicht hinkommen. Ha. Ah, es geht weiter. Kanu. Fahrt. Ah, nichts meine Lieblingsbeschäftigung auf jeden Fall hier. Dump. Es ist interessant übrigens, dass die sogar noch beschleunigt nach hinten. Irgendwer hat gerade das Like von dem Video weggenommen. Das habe ich genau gesehen. Arr, gib mir mein Like-Zeug. Oder ich muss dich hier holen lassen. Ja, ich glaube, hier ist auch gleich Schluss. Da komme ich nicht vorbei mit Kanu, oder? Doch. Dump. Okay, ich kann doch dahin. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, da käme irgendwo eine Mauer oder so, wo ich nicht durchkomme. Elise, sind deine Männer bereit? Bereit? Die können sich kaum zurückhalten. Bitte, du musst mir mit den Wachen helfen, bevor unsere Männer das Schiff stürmen und dabei durchlöchert werden. Die spanischen Soldaten töten. Yeah. So, vorher hatte ich da auch immer eine Anzeige. Wie viel die hatten, aber jetzt habe ich irgendwie gar nichts mehr. Hm. Die Musik war sehr kurz. Autsch. Schmuggler während des Transports Güter beschützen. Ah! Das war ein Echo. Das war wohl Guard-like.
Not bad. Zeitkissen selbst tragen. Ah, cool. Mann, wie viel Leben hat denn der bitte? Ganz ehrlich, du gehst mir auf den Sack, ne? Falls der nächste kommt. Und die übrigen Soldaten erledigen. Alter, das sind ganz schön viele, ne? Den kann ich irgendwie nicht kontern hier. Soyon geht jetzt baden. Och Mann, das ist auch doof. Ja, das. Wie soll ich diese fetten Ficker da besiegen? Das geht doch gar nicht. Das Spiel hat mir nichts beigebracht. An der Stelle. Wie soll ich die besiegen? Außer die zu erschießen. Rauchbombe. Ganz ehrlich, wer braucht noch Rauchbomben? Ach, Evelyn, ich habe das doch ausgewählt. Wo ist denn das Problem? Nein!
Meine Fresse, ist das schwer gewesen. Wow, Aveline, das war spektakulär. Ich bedauere nur, dass Vasquez nicht an Bord war. Na komm, es ist noch nicht aller Tage Abend. Vielleicht hilft dir das hier ja. Naja, eigentlich war es halt aller Tage Abend. Ja, yeah, abgeschlossen. Ich sehe eine Kiste von hier aus. Ey! Och Mann, ich wollte die Kiste haben. Die Dokumente... Danke für das Kleiderwechsel. Die Dokumente, die an Bord des spanischen Schiffs gefunden wurden, enthalten Befehle nach Chichen Itza zu fahren und das Arbeitslager zurückzuerobern. Aus Angst um die Sicherheit ihrer Mutter und auch in der Hoffnung, die zweite Hälfte der Prophezeiungsscheibe zu finden, kehrt Aveline nach Chichen Itza zurück. Da sind wir schon wieder. Das ist nicht Chichen Itza. Das ist noch New Orleans hier. Hier, guck mal, Geld. 450.000. Das bringt was. Zurück zum Hedgecorder. Danach ist auch Schluss für heute. So holen wir uns das Geld. Mit zwei Schiffen ist natürlich auch ganz cool, ne? So, dann gucken wir mal. Bordeaux haben wir jetzt auch frei. So, beide sind in Sevilla. Die haben Eisen für 500. Eisen. Das Port-au-Prince könnte Eisen gebrauchen für gleich mal die Hälfte mehr. Das ist gut. Schicken wir doch beide Schiffe dahin. Einmal Maximum Eisen, bitte. So. Du gehst jetzt nach Port-au-Prince. So, und jetzt nehmen wir die Santa Margarita. Kauft ebenfalls Eisen ein. So viel wie geht. Und natürlich, wer hätte das gedacht? Veracruz hat natürlich auch eine ganze Menge, ne? Aber wie ihr seht, erhöht sich natürlich auch der Sturmchance. Das heißt, irgendwann wird uns eines dieser Schiffe verloren gehen. Ich würde sagen, Port-au-Prince ist schon ganz gut. Wir verringern dadurch das Risiko. Und jetzt hole ich mir noch ein Schiff. Nämlich eine Barke. Die hat richtig viel Platz. Die Unicorn. So, hier verkaufen wir dieses Pilzbrot und die Pinsel. Ich glaube, wir holen mal Pilzbrot. Wir kaufen mal Pilzbrot voll. Cool ist auch, dass dieses angezeigt wird. Ich sehe zum Beispiel, dass ich das für 270 gekauft habe pro Einheit und wo ich das verkaufen kann für sehr viel. In Bordeaux hat 700 direkt. Aber ich glaube, ich mache das so, dass ich dieses Schiff als Kurzstreckenschiff hier zwischen diesen vier hin und her switchen lasse. Das ist ganz gut. In dem Fall lasse ich das nach Campeche fahren. Um das dort zu verkaufen. Sehr gut. Yeah. Wir machen
fette Gewinne. Wir streichen das dicke, fette Geld ein. Wir kassieren das Money. Soll ich noch eine Erinnerung beginnen? Das ist nicht mehr so viel Zeit, ne? Geh mal hier hin, Geschäftsrival steht da. Hm? Salmons Schiffe. Den Geschäftsrivalen finden und eliminieren. Mademoiselle Aveline. Es gibt eine Verschwörung bei den Docks. Was nun? Mit voller Unterstützung der Regierung verlangt der Schiffsbauer Salmon unbezahlbare Wucherpreise für Schiffe und Reparaturen. Zum Glück arbeite ich nicht für die Regierung. Bitte, geht zu den Docks und lehrt ihnen ein höheres Gesetz. Boah, das Gesetz der Straße. Na dann. Ups, sorry. Der Tarnung wegen, deswegen... Habe ich mich gerade umgezogen. So, wo ist denn der Geschäftsrivale? Da vorne direkt. Der Arme. Er weiß ja nicht, was auf ihn zukommt. Das war's. Profit! Ach, die Leiche. Spiel, ich muss nicht jede Leiche plündern. Bin ich. Habe ich irgendwie so Trophäen, die ich sammeln muss, oder was? Ja, komm, da müsst ihr aber jetzt auch drauf gehen. Ja, außer du vielleicht. Du gehst gerade weg. Den Kopf auch immer so zusammenquetschen. Sieht immer so aus. Komm, einen können wir noch machen. Schiffsbesatzung? Nö. Edelstein? Ich glaube, wenn ich die Leute beklauen, ne? Ja, komm. Oh, eine Schiffsbesatzung. Was ist das? Vor dem Mast. Schneller als der Gegner durch die Kontrollpunkte laufen. Hey, Senorita. Ein Wort, Senorita? Ja. Kapitän Dominguez sagt, ihr seid schnell. Kapitän Dominguez sagt, ihr könnt klettern. Kapitän Dominguez sagt... Schon gut. Es reicht mit Kapitän Dominguez. Was wollt ihr denn? Ein Rennen, weil ich schneller bin. Was bekomme ich, wenn ihr verliert? Verliere ich? Werde ich gerne in eurer Mannschaft dienen. Abgemacht. Na. Er glaubt, er ist schneller. Beweisen wir ihm das Gegenteil.
Bleibt an ihr dran! Danke. Kein Schaden allein. Na, jetzt geht doch doch. Hallo. Wenn ich ewig Zeit, ne? Ach, Jesus. Steuerung ist scheiße. Ja, ne. Ganz ehrlich. Okay, die machen wir nicht. Die machen wir nicht. Ich bin gerade durch das Dach gerutscht. Und oben hatte ich einen Clipping-Fehler gehabt in dem einer Ecke. Die mache ich nicht mehr. Die werden mir sowieso nicht mal angezeigt. Cool. Ja, ja, Erinnerung abbrechen, komm, weg damit. Nee, das ist doch Bullshit. Also ehrlich, bei der Einecke, da klippst du plötzlich fest. Und dann glitsch ich durch das Dach durch. Wenn das Spiel schon so anfängt, dann sind Rennen unmöglich. Dann brauche ich Rennen gar nicht mehr machen. Gut. An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Das war wieder sehr viel Story. Finde ich cool, so diese kompakten Story-Geschichten immer am Wochenende, die ich durchziehe. Und das passt ja auch ganz folgentechnisch eigentlich ganz gut. Und ja. Geil. Und wir werden auch weiterhin dieses Geld scheffeln mit diesen drei Schiffen, die wir haben. Und ja, das wird cool. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.